Menschen am Schlachten. Im Weinbruch. Viel Spaß. Oh, 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 die Bremse macht aber nicht viel. Scheiße. Wird nichts mehr mit meiner Bremse, ey. Meine Bremse macht gerade gar nichts mehr. Ohne funktionierende Bremse ist das echt kacke. Deine bremst wenigstens. Oh toll, jetzt doof mit anhalten. Ich glaube, jetzt musst du vorrollen. Oder geht's? Absatz hier, ey. Achtung! Oh, der nächste! So, so, da ist er. Da war schon zweimal weg. Oh, Alter, hier ist richtig rutschig. Opa, was ist denn jetzt?
Alte Scheiße. Sehr schön. Die Karre sieht aus. Ja, ich bin da vor. Na dann. Also im Wagen. Jo. Scheiße, jetzt bin ich dir einfach gefolgt. Oh. Mach mal. Alter, einfach nur gerutscht. Kann ich jetzt nichts machen. Upsa, shit. Okay. Fuck.
um das Fahrrad zu halten. Schön sauber hingehen. Ja, jetzt hat sich dreckig gemacht. Ich auch. Ja, mich. Dahinter hat einmal früher weggegangen. Mein Bein, ey. Mein zweites Mal in der Fall aus. Nee, nee, von dem, von eben. Irgendwie, glaube ich, gegen das Pedal gekommen oder so. Ja, blutet doch gar nicht. Nee, aber dick ist es. Scheiße. Mir ist gerade die ganze Zeit wehgetan, ey. Das ist scheiße. Was für eine stinkende Moke, ey. Lecker. Aber meine Bremse ist besser. Also, ja. Aber ich muss echt mit zwei Fingern bremsen, weil der Lach ist fertig. Oh, Junge, Junge. Abgegangen im Winter, da bin ich schön in der Kurve. Dachte ich, oh. Da kann man schon mal auf Winter einstellen. Ne? Aber ehrlich, ey, scheiße, das war mal echt gut. Ja, ich dachte, ich bleib stehen, zack, rutsche mir vorne weg, ey. Ja, klar. For tickets and more info, let's get back into today's show. I've got even more rainy music for you here on Healthy Radio. Bis gleich. Best still to come from Low Step Out, Disclosure, Solardo, Jay Robinson, Axwell, Rudy Mantle, and also some Monster Techno Bangers from this week's High Lows Highlight. Oh nein! Mal kurz anhalten oder was? Musst du gleich mal gucken. Ja. Und war. Hä? Läuft. Also 4 Stunden 50 Minuten hast du noch. Und wo muss es aussehen? Das weiß ich nicht, irgendwie spinnt die, glaube ich, ein okay. Bisschen. Dann? War ja bei dir auch, ne, Axel? Ja, aber mir auch mal. Oh, heute mal nicht so schnell, ja? Ja. Die Spurzel. Wieso nicht? Ach Mann. Ja. Das Problem ist, du siehst nichts mehr. Es ist schon viel zu dunkel eigentlich, finde ich. Das ist echt scheiße hier. Ah, dieser Baumstumpf, da fahre ich jedes Mal ran. Vorbei.
Arsch. Okay, da waren wir ja eben gerade, warum sind wir auch nicht? Es war zu dunkel da oben, das ist zu sehen. Ganz schön krass. Da kommt Georgie. Da kommt er doch. Aber dann mit Vorgang durch den Anlieger und dann darüber. Das macht immer Bock, diese drei Sprünge hintereinander. Zwei? Mhm. Zwei, drei. Ja, ist der kleine kurz und der große und der andere am Ende. Ja. Die machen Fun. Aber jetzt da oben ist was. Wo bleibt er? Georgi! So. Hm? 2000 Jahre später. Da kommt er. Da kommt er ja! Ja, es ist immer so ein bisschen lose, ist es. Musst du hier mit dem Stromschlüssel, kannst du nochmal verdrehen. Was passiert? Hier dieselbe Stelle wie beim letzten Mal. Echt? Jetzt weiß ich aber warum. Was bisher geschah? Oh nein. Musst du gleich mal gucken. Ja. Hä? Läuft. Also 4 Stunden 50 Minuten hast du noch. Und wo muss es aussehen? Das weiß ich nicht. Irgendwie spinnt die, glaube ich, ein okay. Bisschen. Dann? War ja bei dir auch, ne, Axel? Ja, aber mir auch mal. Na, guck ja. Boah!
den kann man ja nehmen eigentlich. Stumpf. Ah. Mm. Junge. Ah. Mm. Der war das auch beim letzten Mal. Scheiße. Ah. Dieselbe Stelle wie beim letzten Mal. Echt? Jetzt weiß ich aber warum. Weil da so ein Stumpen drauf ist. Richtig. Da ist mitten am Weg so kleiner dieser Stumpen. Kleine Stumpen, ich bin da voll mit dem Fuß hängen geblieben. Das hat mich voll weggerissen. Ach du Scheiße. Alter, ohne Scheiß, ne? Hast du jetzt weggetreten? So richtig auf null. Bam! Ja, kleine Stumpen. Ich dachte, Alter, was ist jetzt kaputt? Ja, wo ich gesagt habe, hier Baumstamm wäre da? Nee, so vor dem Stamm oder was? Wo du da quasi gerade so reinkommst, ist unten rechts so ein kleiner Stumpen, so hoch. Der muss weg, Alter. Also letztes Mal habe ich den nicht gesehen. Aber der war das wahrscheinlich, der mich letztes Mal auch wieder runtergerissen hat. Die gleiche Stelle war. Ich habe ja gesagt, das war so abrupt, fupp. Jetzt wieder dasselbe, nur habe ich es jetzt am Fuß gemerkt. Mit dem Fuß hängen bleiben, das ich bin da echt mit der Fußspitze irgendwie hängen geblieben. Das habe ich auch schon. Das ist die kürzere Pedale. 40er oder so. Also nee, ich bin, glaube ich, irgendwie habe ich gerade nachgetreten und bin, bin quasi hier voll drauf. Wenn der Nachtritt passiert, das ist meistens immer nur wenn ja, warte mal, das ist voll auch schon das. Und hier, auch schon wieder blind. Lecken hier am Arsch. Links, rechts, Eis kaputt. Heute hat sich gelohnt. Oh, Junge. Aber ein Sprung da oben da, habe ich gesagt, nee, heute nicht mehr. Wenn du den jetzt hier machst, das ist 18.30 Uhr, wenn sie kommen und dich rausholen wollen, ist es dunkel. So also der nach dem großen, nach dem Ding. Durch den Anlieger, der ist nach dem Anlieger. Da habe ich gesehen, wie du da rüber gesprungen bist. Da habe ich gedacht, na, fährst du erstmal vorbei. Aber man kann den nehmen. Der ja. ist geil, rollst du rüber. Du rollst ja. leicht anziehen, mehr nicht, das reicht. Und dann die nächsten sind genauso geil. Dann der eine da über dieses kleine Roadcap, über die Straße rüber. Fupp, fupp, da kommst du genau da. Total geil. Du musst nur den Anlieger unten genug kriegen. Ja, nur den musst du, den kriegst du ja von. Und du landest ja auch quasi, entweder landest du im Flat oder landest halt in der Landung. Also du kannst eigentlich. Aber der kickt dich auch ganz schön, das Ding. Also wenn du da aus dem Anlieger raus, Vollgas, die Bremse, der schießt dich schön raus. Mit offener Bremse durch den Anlieger, dann machst du ein paar Meter mit dem Ding. Wenn du vorher kurz anbremst, wie habe ich Muskelkater jetzt? Ich weiß auch nicht, wo ich fand. Ich finde es heute so extrem anstrengend. Ich finde es jetzt anstrengend. Ah, ich bin gespannt, wie mein Zeh aussieht. Blau. Das hat echt, also. Aber das war schon wieder so ein Schockmoment, ne? Also echt wie beim letzten Mal, ohne Scheiß. Aber diesmal bin ich nach links gefallen.
Auf andere Seite mal. Aber da hinten, na gut, einfach rumgezogen. Das ist ja hinten auf dem anderen Fernsehturm ja auch. Das ist ja auch mitten in so drei oder vier so eine kleine Stumpen, die mitten auf dem Fehl sind. Ne? Aber den habe ich. Mal bin ich beim Fernsehturm hier bei diesen Wurzeln zum Schluss. Diese dicken Wurzeln. Da bin ich mit meinem Schuh auch hingeblieben. Weil ich dachte, das ist doch eine Scheiße, ey. Ja, ja. Ja, aber letztes Mal hätte ich den letzten Mal gesehen, ne? Wäre ich vorbereitet. Aber jetzt weißt du, aber letztes Mal bin ich nach rechts gefallen, da konnte ich ihn auch nicht sehen. Kleiner Stumpen, die alte Drecksau. Ehrlich? Den hau ich weg, ey. Ja. Ah, herrlich. Ich hab mal so, wie es kennt. So, denn.